Hallo liebe Freunde von Sagnal TV, hier ist Erik und ich habe eine Synchronsprecherin neben mir sitzen. Ach, das nee. Ist Katja Brügger. Ja, hallo Erik. Du bist als Katja Brügger bekannt oder Katja? Ich bin als Katja Brügger bekannt, obwohl ich seit 35 Jahren mit Herrn Welbert verheiratet bin. Aber ich habe meinem Vater zuliebe den Mädchennamen als Künstlerin beibehalten. Okay. Genau. Wie bist du denn zum Synchron gekommen? Ja, also wie die Jungfrau zum Kinde. Nein, also es war wirklich so, ich nach der Schauspielschule war ich, die habe ich hier in Hamburg gemacht, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Und dann habe ich hier Theater gespielt bei Gerda Gmelin. Es sagt, es gab das Theater im Zimmer und Ida Ehre, die ganzen alten Damen, die es jetzt auch schon nicht mehr gibt. Habe da viel Theater gespielt und dann sagte irgendein Kollege mal, du hast doch eine ganz, willst du nicht mal synchron und so. Und dann bin ich mitgeeiert ins Studio Hamburg. Und man fängt ja, wie es dann ist, fängt man halt mit Menge an. Mhm. Und man mag es nicht glauben, ich war so schüchtern, dass ich, dann stehen da 10 Leute, damals war es ja dann alle Mann drin, und dann hieß es immer, ja, wer will denn jetzt mal, hey, du da sagen? Und ich dachte, oh Gott, also ich reiß mich jetzt, dann soll es irgendeiner sagen. Ich muss es nicht unbedingt. Und dann gab es natürlich die, die dann dachten, jetzt werde ich entdeckt mit Hey Duda und so. Klar, ist ja so. Ja. Und es gab auch die, die eben Profis da schon immer waren und so. Und ich saß immer nur da hinten und dachte, oh Gott, hoffentlich sagt er nicht, dass ich jetzt das machen muss. Also ich habe es einfach, okay. Es war nicht mein Ding. Habe ich gesagt, ach, wer ist synchron? Nee, muss ich ja nicht. Und dann wollte das Schicksal, dass mein Mann, Dugi, einen Film schreiben und machen sollte. Das war so ein kleines Kammerspiel im Grunde, so ein Drei-Personen-Film. Und er hatte den Film hier zu Hause und sagte, tja, wenn du jetzt Synchronsprecherin wärst, und das, also, das wäre sowas von deiner Rolle. Und dann hat er gesagt, weißt du was, also wollen wir das nicht, wenn das Studio sich darauf einlässt und so, und die beiden Kollegen, weil das waren wirklich hauptsächlich 3 Personen, und der eine war Jens Wawracek, mit dem wir befreundet sind, und Rainer Schmidt. Und dann haben die gesagt, ja, kann ja dann ein bisschen länger dauern und so. Mhm. Ja, und bums, also hat auch ein bisschen länger gedauert. Aber dann habe ich diese große Rolle gesprochen und bam, bam. Also dann habe ich, ja, es war Blut und Wasser geschwitzt und nach 3 Tagen also irgendwie völlig fertig. Aber dabei habe ich es dann irgendwie auch so Sprung ins Wasser gelernt. Und dann ging das hier irgendwie so langsam los und dann habe ich hier viel, viel, viel gesprochen. Und wie hieß die Produktion? Ja, Stranger Within hieß dieser Film. Okay. Und zwar, ich habe die, es gab mal die alte Serie 3 Engel für Charlie, Kate Jackson. Ja. Weißt du? Und die habe ich, also die habe ich gesprochen. Und Ricky Schröder oder wie der heißt, das ist, der ist, wenn man den sieht, ich glaube, entweder war der bei den Waltons oder ich weiß nicht, der war ganz bekannt als junger Mann. Und vor der, Zeit. Ja, das war lange vor deiner Zeit. Das, der war der Sohn und das war so eine ganz mysteriöse Geschichte und so. Und witzigerweise hat mir Jens Wawracek dann mal aus New York, Jahre später, ein Poster von diesem Film mitgebracht, wo wir beide, also Kate Jackson und er als Ricky Schröder, ja, dann drauf waren. Das war ganz lustig. Also, ja, ja, und dann war ich halt, habe ich dann eben, ja, synchron gemacht. Ne? Damit hast du ja im Prinzip auch schon meine zweite Frage beantwortet. Was war deine erste Rolle? Ja, das war eigentlich meine erste Rolle. Ja, Kate Jackson in Stranger Within. Genau. Gut. Ja, wir haben uns ja kennengelernt in Berlin. Yes. Durch die Produktion Nurse Jackie. Ja. Du sprichst ja die Jackie Payton. Genau. Was verbindest du denn mit dieser Produktion und wie gefällt dir die Rolle? Ja, diese Rolle gefällt mir super, super. Das war ja Folgendes. Ich hatte diese Schauspielerin Edie Falco ja hier in der Serie Die Sopranos gesprochen. Da war sie die Frau vom Gangsterboss von Tony Soprano. Und schon da war es so, da war auch ein Casting. Das ist ja schon ganz lange her. Und ich habe selten so gebetet, also, oder gehofft, oh, bitte, 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 ich möchte diese Rolle sprechen. Und dann habe ich sie gekriegt, also das war ganz toll. Und Jahre später kriegte dann eben Edie Falco diese eigene Serie und wieder gab es ein Casting. Echt, da gab es ein Casting? Weil es gab auch noch eine andere Stimme, eine Berliner Stimme, die sie auch, die Schauspielerin auch schon mal gesprochen hatte. Ach so. Und dann, also bin ich dahin, werde ich nicht vergessen, es war damals bei der BSG draußen, genau, da der große Baum in der Mitte und so. Und ich saß da auf der Banke, war zu früh und so. Und dann kam mir Ulrike entgegen und ich war ein bisschen erkältet. Was natürlich kacke ist, wenn man beim Synchron zum Casting. Aber nützt, das Casting war nun mal an dem Tag. Ja.
Und meine eh schon, sagen wir mal, tiefe Stimme war irgendwie wahrscheinlich noch ein bisschen so, also sie fand das alles ganz toll und so. Und dann gab es aber, es gab zwei Redaktionen und die einen wollten die eine und die anderen wollten mich. Also, und aber dann musste ich noch mal zum Casting, noch mal für die Rolle. Und weil ich es wirklich so unbedingt so gerne sprechen wollte, diese Schauspielerin, ja, bin ich halt noch mal hin und dann bin ich es ja geworden. Ja, und ich fand es eine tolle Serie und wir hatten ja dann eine lange Pause. Also der Sender hatte das irgendwie die ersten vier, glaube ich, nur gemacht. Ne? Genau. Und dann hieß es plötzlich, ich habe gedacht, naja gut, dann ist es jetzt vorbei. Und dann hieß es plötzlich, nee, wir machen die letzten drei, werden auch noch gemacht. Und dann haben wir das bei der Cinefunk gemacht und es gab einen jungen, ganz neuen Aufnahmeleiter, der noch nie eine eigene Serie disponiert hatte. Stimmt. It was him. Genau, das war deine erste. Das war meine erste Produktion. Und das hast du super. Muss man mal sagen, hat er super gemacht. Und verzeihst du mir eigentlich, dass ich das, als wir das erste Mal telefoniert hatten, dass ich dich aus dem Schlaf geholt habe? War das so? Weißt du nicht mehr? Okay, dann habe ich es ja. Ja, wahrscheinlich. Du warst im Urlaub und da war irgendwie so, andere Zeit und ich hatte dann normale Tagzeit bei dir angerufen. Ja, naja, Gott. Das kann ja nun mal passieren. Ne? Das war. Ja. Aber so, vergiss ich nicht. Auch erste Produktion, erster Siehste? Anruf. Genau. Und es war für dich auch gar nicht mal so, waren ja auch erschwerte Bedingungen, weil ja die Regisseurin, meine hochverehrte und geschätzte Ulrike, hat es ja immer gerne, wenn nicht geixt wird. Also, und das ist ja nicht mehr üblich. Aber hier, Erik hat es hingekriegt, dass, also ich habe mit Heide Domanowski, mit dem wundervollen Bodo Wolf und so, also wir haben wirklich ein paar Sachen zusammen aufnehmen können. Was? Ja. Was? Hat's Spaß gemacht. Hingekriegt. Hast du hingekriegt, genau. Ja, da sind wir wieder aus einer anderen Richtung. Und wir machen weiter. Genau. Nach der kleinen Pause. Du hast so viel bei Nurse Jackie gesprochen, dass ich jetzt sehr gerne ein Zitat von dir hören würde. Ach du Schande. Weißt du was aus dem Kopf oder brauchst du was zum Vorlesen? Oder ablesen, sagen wir mal so. Oh Gott, ich weiß nichts aus dem Kopf. Weil das ist ja immer der Witz, dass man, das klingt immer so arrogant, aber weil man ja dann auch noch so viele andere Sachen, dann das ist ja jetzt auch schon wieder eine Weile her. Ja, klar. Also. Ich meine, das waren 7 Staffeln. Also. Ja, ja, klar. Aber aus dem Kopf, ich hatte ja immer, nee, aber es gab ja jetzt auch nicht so typische Sätze oder ja, so. Ja, das stimmt. Weißt du, also das einzig Typische war immer, dass die dann, wenn sie, wenn in die Notaufnahme halt irgendeiner kam, dann immer 1, 2 und... Dann haben wir, weißt du, so das war so, der, aber dieses Rüberheben oder so, aber sonst so typische Sätze, so wie, keine Ahnung, fällt mir jetzt nichts ein. Sag mal, ja. Ganz unten. Oh Gott. Es richtet sich natürlich, aber das kannst du ja logischerweise Wenn Sie meine Möpse, siehst du, kann ich noch nicht mal ablesen. Wenn Sie meine Möpse anfassen, reiße ich Ihnen auf der Stelle den Arm ab. Sie sollten Ihr Busengrabscher-Tourette in Ihrer Freizeit therapieren. Ach genau, weil der Arzt nämlich, der, genau, gesprochen von Robin Karmeier, genau. Der hatte nämlich so ein nervöses, wenn er nervös war, musste er immer an. Genau. Er kommt auch sowas. Ja. Gibt es das wirklich? Keine Ahnung. Wer weiß. Also so Tourette hat ja so, die machen ja merkwürdige Sachen, Menschen, die das haben. Aber ob es das nun so explizit gibt, keine Ahnung. Was für Charaktere synchronisierst du denn am liebsten? Also was für Eigenschaften sollten sie haben oder auch nicht haben? Also ich sag dir mal eins. Ich habe gerade letztens festgestellt, dass das wirklich richtig geil ist. Morgens sitzt im Auto und dann denke ich mir immer, oh, ich bin ja echt mal gespannt, wer ich wohl heute bin. Also ich finde, ja, also wenn du jetzt nicht, wenn du natürlich eine Serie sprichst oder wenn man in eine Hauptrolle in einem Film, dann hast du dir den ja vorher angeguckt und so, aber sonst fährst du ja oft hin, wenn du da 50 Takes hast oder keine Ahnung was, oder auch weniger, manchmal auch nur 12 oder so, fährst du ja hin und hast keine Ahnung, wer du denn da sein darfst an dem. Und das finde ich wirklich total spannend an dem Beruf. Und ich habe überhaupt gar keine, also keine Ahnung, was weiß ich, letztens zum Beispiel 12 Takes, gibt diese Serie Designated Survivor, die jetzt da mit hier, wie heißt da, Kiefer Sutherland und so, die ist ganz spannend, also wir gucken die auch. Und dann hieß es, ja, Katja, also sind nur 13 Takes, aber ist eine ganz wichtige Rolle, dachte ich, wichtig. Ja, ist ja wurscht, ja klar, ja. Macht Charles Rettinghaus übrigens die Regie und so. Mhm. Und ich kam dahin und in der Tat
Es war eine wichtige Rolle, weil das war wirklich so eine unheimlich emotionale, da hält eine so eine Rede irgendwie, das waren nur 13 Takes, also insgesamt dann, aber weil ihr Sohn wurde erschossen und pipapo und so und sie wendet sich an den Präsidenten und so. Sowas ist natürlich klasse, kannst aber auch 13 Takes kriegen, wo du dann 15 Mal atmest und irgendwie völlig Klar. austauschbar irgendwie oder so, ne? Also wenn eine Rolle so einen Charakter hat, das sagt ja jeder irgendwas, wenn du irgendwas spielen kannst, ist schon toll. Also dann so, das macht schon Spaß. Und du vertonst sowohl reale Schauspieler als auch Zeichentrickfiguren. Ja. Was findest du denn schwieriger oder magst du lieber? Also pass auf, da ich ja nun, sagen wir mal, nicht so die typische Zeichen, also einfach weil ich so eine tiefe Stimme habe und auch Ja. immer schon, also so tief, nicht immer, aber immer relativ tief, war ich so diese, wenn dann spreche ich ja nur böse Hexen oder sowas im Zeichentrick. Ja. Und was weiß ich jetzt, es gibt jetzt so eine Anime-Serie, da spreche ich halt, das ist aber auch nicht für Kinder, das ist, glaube ich, irgendwie, Jintama, meinst du? ja, genau. Da Mhm. bin ich halt die kettenrauchende Vermieterin und Das so. ist aber leider auch eine super Besetzung. Ja, genau. Und also das macht schon auch Spaß, aber ja, Menschen machen mir schon eigentlich mehr Spaß. Also weil ich auch nicht so viel Zeichentrick vielleicht gemacht habe oder so. Aber so per se eigentlich ja, Menschen. Was für Filme und Serien schaust du denn selber und kannst du die Filme denn auch genießen, wenn du sie guckst, oder konzentrierst du dich dabei auf die Stimmen der Kollegen oder von dir? Also ist schon, also wir machen immer Raten, mein Mann und ich. Wer ist denn das? Wer ist denn das? Ach, und mein Dugi erkennt wirklich manchmal an einem Anatmer schon, wer das ist, so Oh, echt? ungefähr. Ja, der hat echt da das super Gehör. Ich pass schon aus, denke auch schon manchmal, wer ist denn das? Naja, oder, ach Mensch, toll oder so. Also, aber mal, irgendwann schaltet man ab. Und da wir wirklich zugegebenermaßen echt auch Seriennerds, Gucker, wir sind wirklich süchtig, wir gucken ein Ding nach dem nächsten. Da achtest du dann irgendwann nicht mehr drauf. Also, weil sonst wird es ja keinen Spaß machen. Das Also, ist es. wenn man selber ist immer, das finde ich immer am Anfang. Aber irgendwann gewöhnt man sich dann da auch dran. Also, wenn man denkt, ja, ist doch eigentlich ganz gut und so, dann hörst du das auch relativ neutral an. Außer du man findet sich nicht gut, dann ärgert man sich natürlich, denkt, oh Gott, das ist ja furchtbar. Gab's das Weißt schon? du, ja, gab es auch schon mal. Oder wo man dachte, hä, da passe ich ja irgendwie gar nicht oder so. Also, Okay, ja, ja. weißt du, ja. Und welche Situation im Synchronstudio war für dich die größte Herausforderung? Oh Und Gott. jetzt sag nicht Nurse Jackie. Nee, oh Gott, das ist jetzt allerdings, da hätte ich mir die Fragen doch mal vorher. Nein, warte mal, die größte Herausforderung. Es ist nach wie vor immer eine Herausforderung, also ist einfach so, wenn man irgendwo hinkommt, wo man den Regisseur nicht kennt, wo man die Kollegen nicht kennt, also obwohl man das jetzt schon ewig, ja, lange macht und so, bin ich immer noch irgendwie so aufgeregt. Und deshalb habe ich früher immer gedacht, so fest am Theater zu sein, das ist eigentlich schön, weil da musst du dich nicht wieder jedes Mal, musst natürlich die Rolle immer wieder gut spielen, aber musst nicht jedes Mal erstmal so beweisen, dass du ja irgendwie nett und toll und bist, sondern dann kennt man sich irgendwie und hat so ein, also ich war aber nur 3 Jahre fest am Theater, aber das war eigentlich ganz entspannt. Also das kann natürlich auch irgendwann dann wahrscheinlich so Routine werden oder so, keine Ahnung, oder dass man dann irgendwie nicht mehr, so ist man eben immer ein bisschen unter Strom. Also, aber es ist eigentlich immer wieder. Und ich sage dir, ich habe mal viele, lange Jahre habe ich hier, es gab einen tollen Synchronregisseur, der ist leider jetzt schon ein paar Jahre tot, Wilfried Freitag hieß der. Das war auch so damals mein Entdecker und Mentor, da habe ich wirklich unheimlich viel bei dem gesprochen. Und unter anderem so eine Serie, die hieß Profiler. Und da waren dann immer nach einem Jahr, kam dann wieder die nächste Staffel und so. Also das hat ja, damals hat man das nicht alles so, sondern da war immer eine Staffel im Jahr oder so. Und ich glaube, wir haben 7 oder ich habe keine Ahnung gemacht. Also auch ziemlich lange. Und dann haben die mich echt oft verarscht, der Tonmeister und so. Dann kam ich rein und es ging wieder los. Und dann sagte Rosi, oh Gott, Katja, es ist weg. Du kannst es nicht mehr. Ich sagte, wie jetzt? Wieso? Ich kann es nicht mehr.
Und dann verarscht, weißt du so. Gemein. Ja, gemein, ne? Aber den Tonmeister gibt es auch immer noch und wir erinnern uns auch manchmal dran. Und ich bin auch immer drauf reingefallen, habe dann wirklich gedacht, ach du Scheiße, ja, das war irgendwie kacke jetzt, ne? Oh Gott, was mache ich? Und dann war es aber nur Verarschung. Weil die Serie ein Jahr Pause hat, oder wie? Ja, ja, genau. Okay. So. Genau. Und was sind deine aktuellen Synchronprojekte? Kannst du über etwas erzählen darfst, weil das weiß man ja auch nicht. Ja, habe ich ja. Das war ja jetzt nur. Also so richtig eine dicke, fette Serie selber sprechen. Es gibt eine Serie, die ich jetzt demnächst auch wieder, weil jetzt neuerdings schreibe ich ja, was mir also wirklich auch Spaß macht, seit einem Jahr. Und da ist natürlich der Vorteil, dann schreibst du das und denkst, och, wer spricht denn die eigentlich? Na, könnte ich mich doch mal vorschlagen. Nein, das ist wirklich wahr. Ja. Also wenn ich wirklich das Gefühl habe, ey, das wäre eine. Und es gibt jetzt wieder so eine Serie, die heißt Lady Dynamite. Und da gibt es jetzt eine zweite Staffel. Ab Mai muss ich die texten und so. Und da ist eine sehr witzige Rolle, die ich da spreche und so. Ja. Also und sonst war es halt die so. Du sprichst oder die du, auf die du dich bewirbst? Nein, die da habe ich die schon, in der ersten Staffel gesprochen. Okay. Die ist schon, habe ich schon im Sack. Genau. Und ja, was weiß ich, also in der Serie, die jetzt hier Dungi schreibt, das ist eine Anime-Sache übrigens. Ah, ja. Welche denn? Ja, Mensch, wie die nun heißt, das ist wahrscheinlich mehr nicht unbedingt, selbst wenn du Anime-Fan bist. Ich glaube, Dungi sagt, die ist sogar wirklich ganz witzig und intelligent. Was heißt sogar? Also ist sie. Weil wir sind jetzt nicht so firm in diesen Anime-Geschichten, aber er sagt, außer dass es halt immer doch sehr nepp gezeichnet ist. Ja, also so. Ist es aber inhaltlich wirklich intelligent und ganz witzig. Und es geht aber, Little Witches heißt die. Das sind kleine Hexen, die auf so einer Hexenschule, so Harry Potter-mäßig, sind aber alles Mädels. Und ja, da gibt es natürlich auch eine böse Hexe. Na klar. Und, genau. Die Leiterin da an dieser Dings da, die spreche ich auch zum Beispiel. Ja. Und dann Dugi macht da auch Regie, also alles ganz entspannt. Ach so, also Familienprojekt. Natürlich. Der Sohn spricht jetzt auch da in dem Ding. Und der hat auch in Lady Dynamite. Also da passe ich natürlich auch immer auf, denke, ach, das könnte doch jetzt mal, weißt du, man muss ja ein bisschen Family Business. Na klar, wär unterstützen, wo es geht. Ja, na klar. Ja. Ja, du hast es jetzt schon mehrfach angesprochen. Du bist mit Douglas Elbert verheiratet. Genau. Der ebenfalls Schauspieler und Synchronsprecher und eben auch Regisseur ist. Genau. Darf man erfahren, wie ihr euch gefunden habt? Ja, und zwar, ich war hier auf der Schauspielschule, eben Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Eine meiner Lieblingsdozentinnen war die Mutter von Dougie, Sigrid Hackenberg, eine ganz lange schon verstorben, aber eben eine bombastische, tolle Komödiantin und Schauspielerin, unter anderem hier am Schauspielhaus und so. Mhm. Und bei der habe ich also Unterricht gehabt und eines Tages sagte sie, ja, pass mal auf, hier Katja, mein Sohn macht so ein Projekt, es war ein Film und ein Theaterprojekt und da ist jemand ausgefallen und er braucht für den Film, also es ist ja eine Begrenzung, bräuchte er noch jemanden. Darf der mal in Unterricht kommen und so? Und ich habe für dich vorgeschlagen. Und ist Dougie gekommen, war total peinlich alles, weil er saß dann da, es war ihm peinlich, ich dann da auf der Bühne da so gemacht und so. Nee, und also kurzum, hin, Textbuch und dann proben für den Film. Plötzlich sagte er, willst du nicht auch bei dem Theaterstück mitmachen? Und und ja, und dann als der erste Drehtag war, genau, mir war das so unangenehm, weil seine Mutter brachte mir dann einen Zettel mit in die Schauspielschule, es war so eine Zwischenprüfung und er hatte ganz süß, sie sagte, hier von meinem Sohn, die war so ein bisschen so immer, ah ja, danke, ich aufs Klo gelesen, toi, 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 ein verliebter Filmemacher, hatte er geschrieben, ganz süß. Und ich war natürlich beflügelt und habe diese Prüfung mit Bravour hingelegt und bin dann auch irgendwie 3 Tage später bei Dougi eingezogen. Und wir waren ja noch sehr jung. Also ich war ja noch auf der Schauspielschule, also 20 und Dougi war 22 oder so. Okay. Und jetzt sind wir irgendwie 35 Jahre verheiratet oder irgendwie sowas. Also ja. Ja, Glückwunsch. Ja, klar. Also so viele gibt es nicht, die das. Und immer alles noch, ja, ist doch super. Und jetzt haben wir auch einen Sohn und so, der ist ja nur auch schon 27. Also, ja, nicht so schlecht. War das.
Ja, du hast es eben schon angesprochen, aber ich frage einfach nochmal. Ja, ich hat es schon gemeinsame Projekte oder Produktionen zwischen euch gegeben? Genau, also jenes, da, bei dieser Produktion haben wir uns kennengelernt. Mhm. Das hieß, hatte einen komischen Titel, Mensch Willem, du heißt Heinrich. Es war ein Stück für die Gewerkschaft damals. Die haben das mitfinanziert, das war politisches Theater. Jetzt wird gerade wieder, demnächst drehen wir wieder ein Clip, für einen Musikclip, wo wir auch, also wir sind da nur, Dugi und ich, so ein bisschen Hiwis. Okay. Ich mache Kostümdesign und was weiß ich und so. Aber eben so, ja, Familienprojekt, ja, das ist witzig. Cool. Ja, ich habe erfahren, dass er auch für die Otto-Filme rund um die Sieben Zwerge verantwortlich ist. Mhm. Und ja, wir haben eigentlich dir diese Filme gefallen? Die Filme? Ja. Also, und hast du darin mitgewirkt? Das ist überhaupt die spannende Frage. Nee, mitgewirkt, außer dass ich irgendwie, beim ersten war ja Daniel gerade mal 12 oder was. Also ja, da sind wir dann ab und zu nach Köln. Der wurde ja in Köln gedreht, bei MMC oder wie heißen die? Nee, weiß ich, jedenfalls da in diesen Studios. Mhm. Und dann haben wir Dugi da ab und zu besucht. Und Daniel mit seinen 12 hat ja damals schon das Making-of gedreht für diesen Film. Echt? Ja. Ja, das, ja, krass. Ja, der warte schon immer so die. Und ja, ich war aber da eigentlich, nee, also da habe ich nichts weiter dran, hatte ich nichts weiter mit, also außer beratende Funktion natürlich oder was weiß ich und so. Und ich muss sagen, ich fand, also besonders den ersten Film, also ich fand den eigentlich charmant, also ich mochte den eigentlich gerne. Und ich weiß, ich habe mal Stefan Schwarz, das ist auch ein Kollege, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, ein Synchron, der hat ganz lange Tom Cruise gesprochen. Okay. Also der lebt hier, glaube ich, aber ist eine ziemlich bekannte Stimme auch und so. Und ja. Stefan traf ich mal im Zug mit seinem Sohn damals, das ist ja jetzt auch ewig her, und der sagte, und das ist eigentlich so ein, wo ich immer dachte, Stefan ist mehr so ein Intellektueller oder was weiß ich oder so, sagt er, weißt du, was ich an dem Film, die sind so herrlich unzynisch, die sind einfach so ganz naiv und direkt und dadurch, und da habe ich gesagt, ja, das stimmt eigentlich, die sind wirklich... Man kann den Humor also gut mögen oder nicht mögen. Ne? Also klar, ob man, also ich bin jetzt auch nicht der glühende Otto-Fan oder so. Wobei ich wirklich sagen muss, ich war dann auch mal in so einem Otto-Live-Auftritt, was ich früher nie war. Mhm. Und ich meine, der schafft es ja immer noch, die Massen. Es ist wirklich irre. Und du ertappst dich selber dabei, dass du dich kaputt lässt. Und du willst dann auch die alten Dinger hören und ja, so, weißt du. Ist klar, so. Natürlich. Ja. Nee, also das ist ja... ja, zu guter Letzt ist euer gemeinsamer Sohn für den Soundtrack Der siebte Zwerg verantwortlich. Genau. Ist das Ganze ein Familienprojekt? Oder jo. War das gar nicht, ach, war das gar nicht beim klar, siebten Zwerg, da bin ich besonders stolz, wenn ich das an dieser Stelle erwähnen darf. Weil das wurde ja auf Englisch gedreht, da war ich auch mit, als wir die Sprachaufnahmen in England gemacht haben und so. Also in Kanada haben wir die gemacht, in Toronto. Ja, es wurde zuerst auf Englisch gedreht und dann auf Deutsch. Genau. Also okay. Wir haben die, ja, dann kannst du es besser vermarkten. Also weil die Amis wollen ja nicht synchronisieren, also irgendwie, sondern, sondern wenn du es auf Englisch drehst und die Lippen dann auch, da war ja in dem, du nimmst es dann auf, also die spielen das dann da, diese Leute, dann wird es, die ganze Zeit steht einer und filmt immer quasi die Münder. Ach. Ja, von den Schauspielern. Und danach werden dann die Charaktere animiert. Also, spannend zu wissen. Ja, cool, geil. Wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Und da gab es ja auch, wie gesagt, Songs und so weiter. Und die deutschen, das wurde ja dann hier synchronisiert, und die deutschen Texte für die Lieder, die habe ich damals geschrieben. Und die sind immer ganz toll angekommen. Also die sind auch wirklich ganz schön geworden, ja. Für die, also da habe ich, und da habe ich dann auch das Hörbuch, da gab es dann auch ein Hörbuch, das habe ich eingelesen und was weiß ich. Und hattest du da auch eine Rolle? In dem Film? Eine Sprechrolle, ja, aber die böse, eben nicht Nina Hagen, das ist ja Nina Hagen selber gewesen. Es gab einen winzigen Auftritt, wo Knusper, Knusper, Knäuschen, da kommt so eine Hexe und der Froschkönig und die kommen alle auf die Geburtstagsfeier. Ja. Und ich war da irgendwo die eine böse Hexe. Genau. Ja, passt doch. Ja, no, danke. Nee, aber... Nee. Guck mal, jetzt wird es stockdunkel gerade. Ne? Aber wir sind noch hell genug. Wir sind noch hell genug. Oder ich glaube, wir werden heller. Kann das sein? Kann sein. Genau. Gut, zurück zum Synchron. Welche Synchronsprecher sind denn deine Favoriten? Gibt es irgendwelche? Ja. Oh Gott, ja. Also ich höre
Also da kann man ja, das ist ja jetzt nicht irgendwie, ne? Also kann man ja ruhig sagen. Also ich. Wie oder wer will. Ich weiß eben manchmal die Namen nicht so genau. Dogi wüsste die immer alle. Immer die Stimme von Edward Norton, das ist doch hier Andreas Fröhlich, oder? Ich weiß nicht, ob wer Edward Norton ist, wahrscheinlich. Also Andreas Fröhlich kenne ich ja, von der Stimme jetzt. Ja. Aber und also ich war früher, ich gebe es offen zu, jetzt, ich finde ihn immer noch toll, aber vor vielen, vielen Jahren war ich so dermaßen Christian Brückner-Fan, so dermaßen. Und wir waren, ich weiß noch, wir waren in Casino, glaube ich, das ist ja auch schon lange her, der Film, saßen wir im Kino und er sagte den ersten Satz und ich wirklich, oh, weißt du, das kam so aus mir raus. Und wir haben den dann mal, Dugi hatte mal ein Hörspiel mit ihm in Baden-Baden und ich war mitgefahren, weil oh Gott, so Baden-Baden mal und so. Ja. Und ich hatte mich nachmittags ein Stündchen hingelegt, so, weil wir abends essen gehen wollten und plötzlich kommt Dugi und sagt, wir sind mit Christian Brückner verabredet. Wir gehen mit dem heute essen. Und es war, als ob wir mit sonst wem, also mit Robert De Niro persönlich essen. Ich war so aufgeregt. Ja. Und hab dann zu ihm gesagt, ich muss es Ihnen jetzt gleich sagen. Ich finde, Sie sind so ein toller Synchronsprecher. Und Dugi unterm Tisch mir so ein, dachte ich, hä? Und dann hat er mir hinterher gesagt, ja. Also er ist ja auch Schauspieler und so. Also. Die Leute wollen immer nicht unbedingt. Aber der hat damit gar kein Problem, glaube ich, Christian Brückner. Und dann hatte ich die große Ehre, viele Jahre später, da bin ich nämlich hier in Hamburg, es gab eine Serie Murder One, hieß die. Wurde hier im Studio Hamburg gemacht. Und da habe ich neben ihm also eine durchgehende Rolle sprechen dürfen. Und das war toll. Okay. Aber der ist wirklich, der kann mit dem Mikro. Der geht natürlich auch so ganz nah und so. Das ist wirklich toll. Wie häufig wirst du außerhalb der Arbeit an deiner Stimme erkannt und auf Rollen angesprochen? Also, so oft nicht. Es liegt aber auch daran. Hier in Hamburg, das war ja mal irgendwann, wir synchronisieren ja, hier werden ja gar keine Kinofilme zum Beispiel großartig. Also, das war ja mal in den 50er oder wann das mit Synchron gab es ja, haben wir immer erzählt, die Entscheidung, dass Hamburg sich für Serien damals und Berlin für, also so, jetzt hat sich das natürlich vermischt, ist ja klar inzwischen, aber ich bin ja nicht die Stimme von, es sagen oft Leute, oh Gott, sie haben ja, ihre Stimme kommt mir so bekannt vor. Das Einzige, das muss ich an dieser Stelle erzählen, das war wirklich bombastisch, aber das ist wahrscheinlich auch schon bekannt, wir trafen uns, also Dugi traf sich, war verabredet hier zum Essen mit Bastian Pastewka und Dugi sagte, willst du da mitkommen? Der ist echt nett. Und so habe ich gesagt, oh ja, und da komme ich mit. Und ich schwöre dir, Erik, wir kommen rein, da beim Italiener und Lüt. Ich sage nur, ja, Tag, hallo, freut mich oder irgendwas, sage ich. Und der sagt wirklich, Moment, warte. Also, der sämtliche, also wirklich, das war so gigantisch. Dann hast du noch das gesprochen. Moment, und du hast auch mal so einen Transvestiten, habe ich nämlich wirklich, in irgendeiner, das war nur die eine Folge, da hast du die, der konnte sämtliche Rollen von mir. Der kennt, krass. Der kann, der hat so ein Gehör, der ist nur auch so ein Nerd, ja, also der guckt sich definitiv. Ja auch, ne? Aber der, und auch Hörspiele oder was auch immer, der wusste alles. Der wusste ganz viel. Hat sofort meine Stimme zuordnen können. Also das war aber wirklich, ja, das war irre. Du warst ja auch als Schauspielerin vor der Kamera zu sehen. Oh, ja. Machst du das noch oder bist du nur noch am Synchronisieren und Dialogbücher schreiben? Du, ab irgendwann, wenn man da nicht drin ist, es ist einfach so. Also wann habe ich denn das letzte Mal einen Drehtag, was weiß ich, also vor, zum Beispiel, ich habe in der Sache, die hat mein Sohn, haben wir hier unten unter anderem auch, das war so eine Internetsache, die wir gedreht haben. Ich habe, hatte ich eine schöne, ziemlich große Rolle auch und so. Erste Einstellung, ich soll nur so in der Tasse rühre so und gucke so aus dem Fenster und mache den hier, winke da, dieser einen Person. Und ich schwöre es dir, es hat so, dass wir das mit der Tasse weglassen mussten. Echt? So völlig lächerlich, dabei war es mein Sohn. Also ich war so aufgeregt, weil ich, und vielleicht, weil es der Sohn war, weil ich dachte, da darf man ja jetzt erst recht nicht verkacken, so ungefähr. Okay. Also, ja, aber war so. Und wo kann man das sehen? Das gibt es, heißt Wittig. Das haben wir nie veröffentlicht. Das ist 30 Minuten, das spielen Jan-David Rönnfeld. Was? Oliver Reinhardt, den wirst du vielleicht nicht kennen. Ein toller Schauspieler, spielt die Hauptrolle. Dann hier Leute aus Hamburg spielen mit.
Dugi spielt mit, ich spiele mit, Jens Wawacek spielt mit. Es ist eine Gangsterkomödie, wenn du so willst. Wir hatten dann, das haben wir selber finanziert, 30 Minuten. Und wieso, dann ist, wieso habt ihr es nicht veröffentlicht? Weil wir hätten es dann, es gab auch schon Drehbücher und alles, also oder es war schon weiter geplant. Wir hatten das selber finanziert, das hat irgendwie 5.000 Euro oder was gekostet, haben ja alle umsonst gearbeitet. Und dann hatten wir wieder keine Kohle und konnten es nicht weitermachen. Und mit einer Folge, was willst du mit einer Folge? Man hätte dann daraus, war auch der Plan, dass zu dann eine Serie und ist irgendwie im Sande wieder mal verlaufen. Aber wer weiß, vielleicht wird es irgendwann nochmal was. Das war wirklich eigentlich sehr witzig. Ja, weitermachen. Ja, genau. Das wollen wir doch alle sehen. Ja, genau. Ja, ja, wenn du nichts zu ergänzen hast. Nee, ich finde, bevor es hier gleich Nacht wird, in kannst du einschlafen, weil es so langweilig ist, was ich sage. Nee, nein, wegen der Dunkelheit meine ich jetzt. Genau. Nein, nicht falsch verstehen. Nein, weiß ich doch. Ja, bevor wir jetzt zum Ende kommen, kannst du gerne nochmal Grüße an die Fans ausrichten und irgendwas, was du mitgeben möchtest. Auf den Weg. Ja, oder zum Beispiel. Nee, keine Ahnung. Was soll ich sagen? Oh Gott, Erik, da bringst du mich jetzt in Verlegenheit. Also so viele Fans, also sicherlich gibt es auch ein paar. Ich habe vor allen Dingen ich habe mehr Fans, glaube ich, in diesem Hörspielsektor, weil da haben Dui und ich ja mal, das sage ich jetzt auch ganz schnell, wir haben ja mal vor ganz, ganz vielen Jahren so eine Serie geschrieben, Larry Brent und Macabros hieß die. Also die eine hieß Larry Brent und die andere hieß Macabros. Und das war total trashig. Aber das ist noch heute Kult. Und auf so Hörspielmessen und sowas kommen wir uns vor wie Brangelina. Nein, also weil die feiern einen echt ab. Das ist toll. Also total echt? Toll, ja. Und also haben wir natürlich dann auch selber gesprochen und so. Ja. Und die Leute wissen immer noch, und ich, wenn ich mir das heute anhöre, da hatte ich nun wirklich noch eine ganz, also nicht glockenhell, aber da war ich halt 20 oder was. Und Dugi war der Coole und ich war die Schoko. Furchtbar. Die brasilianische Freundin und so weiter. Aber die Leute wissen so, oh, Caminha Brado. Also die erkennen mich immer noch. Und ja, aber wie gesagt, also mir macht das alles Spaß. Mir macht Synchron Spaß. Und ich grüße alle, die denen es auch Spaß macht, mich zu hören. Und bedanke mich, dass ich bei Sag mal TV mitmachen durfte. Ich danke dir. Ja. Vielen Dank. Gerne. Das war das Interview mit Katja Brügger. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao.